Zuletzt hatten wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie man die Effektivität eines Retrieval-Systems messen kann. Und dazu hatten wir uns zuerst mal angeschaut, wie man das in so einem Set-basierten Szenario machen würde, wo es einem nur darum geht, Dokumente zurückgeliefert zu bekommen, die möglichst eben relevant sind. Aber die Reihenfolge war gar nicht so wichtig. Und dazu hatten wir uns Precision und Recall angeschaut, mit gegebenenfalls der Möglichkeit, die beide in so ein F-Maß, in so einen Wert, den man nach dem F-Maß berechnet, zusammenzubringen, was dann also quasi das harmonische Mittel aus den beiden war. Aber, ich hatte auch schon vorher angekündigt, natürlich ist selbst das F-Maß, oder in den meisten Fällen schaut man dann doch wieder auf Precision und Recall, die sind nicht in der Lage, zwischen den Platzierungen der Dokumente zu unterscheiden, die als relevant bewertet wurden. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an, um sozusagen so ein bisschen zu motivieren, dass man natürlich bei einem Retrieval-System am Ende in manchen oder in den meisten Szenarien auf jeden Fall eher darauf schauen sollte, in welcher Reihenfolge denn die Dokumente stehen und auf welchen Rängen die relevanten stehen. Hier in dem Beispiel werden zwei Systeme miteinander sozusagen verglichen, System 1 und System 2. Und das Ganze auf zwei Topics. Also das erste Ranking, A genannt, ist das von System 1 auf Topic 1. Direkt darunter ist das Ranking B. Das ist das von System 2 zum selben Topic, also selbe Anfrage. Die beiden könnte man also direkt miteinander vergleichen wollen. Und das analoge Ranking C und D, dann die beiden Systeme auf dem zweiten Topic, auf der zweiten Anfrage, wo dann eben andere Dokumente angezeigt würden. Die konkreten Dokumente sind jetzt erstmal nicht so interessant. Was interessant ist, sind die grünen. Das sind die, die als relevant bewertet wurden. Die weißen, das sind die, die als nicht relevant bewertet wurden oder die gar nicht bewertet wurden. Aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht relevante Treffer wären. Dann kann man hier zählen. Im ersten Fall, also in Ranking A, 2, 4, 6 grüne. Im Ranking B auch 2, 4, 6 grüne. Und egal, wie man jetzt Precision und Recall sozusagen ausrechnen würde, also es ist ja definiert, wie man es ausrechnet, aber in beiden Rankings A und B bekommt man sozusagen eine Precision, wenn man davon ausgeht, dass die Systeme nur 10 Dokumente zurückgeliefert haben, von 0,6 raus und der Recall ist dann eben auch 6 von allen möglichen relevanten. Also nach Precision und Recall beim ersten Topic ununterscheidbar. Schauen wir uns noch das zweite Topic an. Okay, sieht man vielleicht noch ein bisschen schneller, weil weniger Sachen grün sind, dass auch hier Precision und Recall der beiden Systeme gleich sind. 1, 2, 3 relevante. 1, 2, 3 relevante, auch im Ranking D. Das heißt, auch hier erzielen beide Systeme den gleichen Precision-Wert von 0,3, wenn man annimmt, dass die Systeme nur 10 Treffer zurückgeliefert haben. Also 3 von 10 sind relevant. Und auch jeweils 3 von den potenziell insgesamt gleich viel relevanten, also auch den gleichen Recall, schaffen beide. Jetzt ist die Frage, welches ist denn jetzt eigentlich besser und ist System 1 im Vergleich zu System 2 wie gut? Also ist es so deutlich besser, so deutlich schlechter, dass man es eben nehmen wird oder nicht? Ja, und rein aus den Precision- und Recall-Werten kann man das hier gar nicht ablesen, weil die ja eben, wie wir es gerade gesehen haben, für beide Systeme die identischen Werte liefern auf den jeweiligen Topics. Und selbst wenn man das jetzt über die Topics sozusagen mitteln würde, ist ja dann klar, dass auch der Mittelwert wieder derselbe wäre. Jetzt könnte man aber durch Draufschauen natürlich die Idee bekommen, dass gerade bei Topic 1 wahrscheinlich System 1 besser ist, weil der erste relevante Treffer steht hier auf Rang 1, hier steht er erst auf Rang 2 und Sie merken schon, ich bringe jetzt plötzlich den Rang doch wieder mit ins Spiel. Dann auf Rang 2 ist hier nichts relevant, hier war auf Rang 1 nichts relevant, also hier in dem Top 2 Rang würde man schon System 1 vorne sehen und dann kommen direkt hintereinander 4 relevante bei System 1, wogegen 4 relevante bei System 2 erst auf Rang 9 erreicht werden, naja gut, und beide haben auf Rang 10 auch wieder ein relevantes. Das heißt, man würde so, man so rein durch draufschauen, versuchen würde das zu vergleichen, wahrscheinlich schon eine Tendenz haben und sagen, für Topic 1 sieht System 1 besser aus, weil einfach diese ersten 5 relevanten jeweils deutlich weiter vorn liegen als die
ersten fünf relevanten von im Ranking von System 2. Beim zweiten Topic ist es vielleicht nicht so eindeutig. Okay, da ist auch wieder der Anfang so, dass System 1 auf Rang 1 einen relevanten hat, wohingegen System 2 das erste auf Rang 2 hat. Dafür hat dann System 2 den zweiten und dritten relevanten ungefähr an der Stelle, wo das System 1 den zweiten relevanten erst platziert hat und der dritte relevante in System 1 ist eher hier hinten. Jetzt könnte man so ein bisschen drüber nachdenken, ist es sehr wichtig, dass auf Rang 1 das Relevante steht oder ist es eher wichtig, so quasi der durchschnittliche Rang, wo die Relevanten stehen. Das ist also nicht so ein klares Bild, was sich hier beim Vergleich der Rankings C und D ergibt. Insgesamt, wenn man nur auf diesen beiden Topics evaluieren würde, was, kann man sich schon mal so ein bisschen merken, vielleicht ein bisschen wenig ist, zwei Topics, aber wenn man es nur auf den zweien hier und eben durch diese Bewertung entscheiden sollte, was man wählen würde, würde man wahrscheinlich so eine leichte Tendenz zu System 1 haben, weil es bei Topic 1 schon ja deutlich besser ist als System 2, also das erkennt man sozusagen durch bloßes Hinschauen. Und bei Topic 2, naja, da ist die Lage nicht so klar, aber vielleicht würde man dann sagen, es ist halt mir wichtig, dass der erste ziemlich weit oben steht, also der erste relevante Treffer. Aber das muss man jetzt ja irgendwie in Maße wiederbringen können. Was man nicht gut messen kann, kann man eben auch schlecht vergleichen. Das ist genauso, wie es immer bei der Effektivitätsmessung ist. Man braucht ein Maß, Ranked Retrieval Effektivität. Also wir wollen die Ränge irgendwie mit reinbringen, über die wir jetzt die ganze Zeit diskutiert haben. Precision Recall alleine oder das F-Maß, was dann beide sozusagen zu einem Score mittelt, das ist erstmal noch nicht mit Ranginformationen ausgestattet. Deswegen könnte man das hier nicht als Aussage treffen, was ich, also nur mit Precision und Recall, was ich jetzt eben versucht habe, so ein bisschen zu erklären, dass man wahrscheinlich System 1 so leicht im Vorteil sehen würde. Gut, braucht man also neue Maße, die eben auch so eine Ranking-Geschichte mit einbeziehen. Eine erste Idee könnte sein, zu sagen, ja gut, dann schauen wir eben mal auf die Precision und den Recall an einem bestimmten Rang, beispielsweise Rang 1. Wir fragen uns, wie gut war denn das Ergebnis auf Rang 1? Und das nennt man dann Precision bzw. Recall at K, um anzudeuten, dass K der Rang ist, bis zu dem man schaut. Und die Annahme des Nutzermodells ist dann eben analog zu Precision und Recall, wo man als Nutzermodell hatte, na, der Nutzer schaut sich alles an, was das System zurückliefert, sagt man jetzt hier, okay, der Nutzer schaut sich alles an, aber eben nur bis zu einem festen Rang K, der mindestens 1 sein sollte. Also er schaut sich schon irgendwas an und typischerweise würde man sowas sagen wie K ist 1, 5, 10 oder 20, vielleicht auch noch 50 und 100 manchmal, es kommt so ein bisschen auf das Szenario an, aber in sowas wie einer Websuch-Evaluierung beispielsweise weiß man, dass die meisten Nutzer überhaupt nicht über Rang 10 hinausschauen. Deswegen könnte es interessant sein, Rang 1, 5 und 10 eben anzuschauen. Und Precision at 1 ist dann eben im Prinzip ein Maß, was besonders viel Wert auf den ersten Rang legt und dann sagt, da muss was Gutes stehen, ansonsten ist der Score halt direkt schon mal schlecht 0. An diesem K, für das man sich dann eben entscheidet, oder gegebenenfalls eben auch verschiedene Ks, sodass man sagt, okay, ich nehme auf jeden Fall Precision at 1 und Precision at 10, so die 10 Blue Links sozusagen, möchte ich analysieren, die die meisten Suchmaschinen einfach automatisch auf eine Anfrage zurückgeben. Dann hätte man also Precision at 1, Recall at 1, Precision at 10, Recall at 10 und würde diese Werte dann miteinander vergleichen wollen. Okay, was kriegt man mit? Irgendwie scheint so ein bisschen eine Rangidee jetzt dabei zu sein, spätestens dann, wenn man mehrere von diesen AdK-Varianten sich anschaut. Aber im Prinzip ist natürlich immer noch nicht die Unterschiedlichkeit der Rankings, wenn ich jetzt sage AdK, dann ist es immer noch nicht sozusagen hilfreich im Vergleich zur Folie vorher, wo wir eben die ersten 10 Treffer von System 1 und 2 für zwei Topics gesehen haben. Wenn ich die At-10 Precision und Recall ausrechne, dann kann ich die immer noch nicht voneinander trennen. Ich kann zwar die Werte hier so alle ausrechnen, aber wenn ich dann auf den At-10 eben schaue, dann sind die bei beiden Systemen dann doch wieder 60% für Precision und 100% oder eben 0,6 und 1,0 dann eben perfekter Recall, wenn man davon ausgeht, dass nichts weiter relevant war. Also die eigentlichen Rangunterschiede oder die Unterschiede des Rankings bis hin zum Rang K, die sind dann immer noch nicht eingepreist in Precision at K und Recall at K.
Außerdem ist im Prinzip nicht mehr so richtig wichtig, wie viele Dokumente eigentlich relevant waren. Und man schaut also sozusagen eigentlich nur noch darauf, wie viele Relevante in den Top K gefunden wurden. Und immer noch ein Nachteil, wie auch schon Precision und Recall alleine hatten. Im Prinzip ist es immer ein binäres Relevanzbewertungssystem, was man hier zugrunde legt. Also entweder ist etwas relevant oder nicht. Man könnte versuchen, auch sowas zu sagen wie, naja gut, dann bewerte ich die halt mal mit unterschiedlichen Scores, also 0, 1, 2, 3 beispielsweise, und sage, ich messe halt mal Precision nur für die Dreier-Dokumente und Recall nur für die Dreier-Dokumente. Aber üblicherweise wird Precision und Recall mit einem binären Relevanzschema berechnet. Also es war ein erster Versuch. Gleichzeitig ist es eben noch nicht so direkt der Weg aus der Misere. Was man trotzdem oft benutzt, ist sowas wie Precision at One, weil man einfach sagt, das ist das Maß, wo ich sage, Rang 1 ist mir wichtig und ich messe einfach mal, wie oft steht denn auf Rang 1 ein richtig gutes Dokument. Trotzdem sind wir eben noch nicht zufrieden, weil wir sagen, so richtig kann ich die Rankings doch noch nicht miteinander vergleichen. Also beispielsweise die von der Folie eben, wo eben unter den ersten 10 immer gleich viele Relevante von System 1 und 2 gefunden wurden. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine andere Idee. Wir müssen das Ganze noch ein bisschen weiterentwickeln. Und eine Idee, das weiterzuentwickeln, sind sogenannte Precision Recall Kurven, wo man sich die Werte in einem Precision Recall Graph abträgt für im Prinzip jeden Eintrag, den man in so einem Ranking hat. Also für dieses Ranking hier der ersten 10 Dokumente, angenommen das System liefert nur diese 10, oder man möchte eben nur auf diese 10 schauen, würde man sagen, okay, der erste, das hier, gibt mir einen Punkt in dem Precision Recall Diagramm an der Stelle Precision ist 1 und Recall ist 0,17. Also das Dokument hier war relevant. Und es ist aber nur eins von 6 relevanten, das heißt ungefähr gerundet 0,17 ist der Recall. Das ist dieser Punkt hier. Hier oben links in der Ecke. Der nächste Treffer ist nicht relevant, das heißt die Precision sinkt direkt auf 0,5. Also 1 von 2 war relevant bis zu dieser Stelle. Der Recall ändert sich nicht. Ich habe ja kein Relevantes gefunden. Das ist dann also dieser Punkt hier. Der nächste, der gefunden wird, ist dann wieder relevant. Das heißt, Precision ist jetzt 2 von 3, 0,67 gerundet und Recall ist 2 von 6. Angenommen, es gibt nur diese 6 grünen Relevanten. Dann habe ich also einen Recall von 0,33, gibt diesen Punkt. Der nächste ist dann auch wieder relevant. Habe ich dann 3 von 4, also als Precision 0,75 und den Recall, ich habe schon 3 von 6 gefunden, 0,5, ist dann also dieser Punkt hier, der nächste dann entsprechend der, dann bin ich sozusagen bei diesem hier, habe ich meine Precision auf 0,83 wieder erhöht, der Recall ist auch bei 0,83 und jetzt habe ich 3 Dokumente, die nicht relevant sind, das sind dann die Punkte, die hier so nach unten fallen sozusagen. Da fällt die Precision, der Recall bleibt natürlich gleich, der Recall kann sich ja nicht mehr ändern, wenn ich kein relevantes Dokument finde. Und als letztes finde ich wieder ein relevantes und dann habe ich 6 von 10 waren relevant, also 0,6 als Precision und ich habe alle 6 relevanten gefunden, 1,0 als Recall. So, das sind also die Punkte, die ich in diesem Precision-Recall-Graphen plotten oder abtragen würde, wenn ich dieses Ranking hier so bewerte. Also einfach diese Precision-Recall-Werte an den entsprechenden Rängen, also Precision und Recall at 1, at 2, at 3, at 4 und so weiter. Dann könnte man die hier sozusagen so eintragen. Und wenn ich sie verbinde, dann habe ich im Prinzip die Precision-Recall-Kurve. Und diese Precision-Recall-Kurve, die gibt mir jetzt ein bisschen an, was ich als Nutzer so mit dem Ranking anfangen könnte. Also es ist so im Prinzip, wenn ich das Ranking von vorn nach hinten durchlese, sehe ich, okay, das erste war ein relevanter, dann geht die Precision stark nach unten, steigt wieder an, also ich finde wieder ein paar relevante, sie fällt wieder und steigt wieder an. Also ich habe so eine Art Abschätzung der User Experience im Sinne von, naja, wie viel Verlust sozusagen von einmal gewonnenen Precision-Werten muss ich denn eingehen. Die Kurve wird nie wieder nach links gehen. Ne? Also es ist irgendwie klar, dass ich den Recall nicht mehr verlieren kann, aber Precision kann ich eben immer wieder verlieren, wenn ich nicht Relevantes dazu packe.
die Punkte zwischen den eigentlichen Punkten, ja, so diese Verbindungslinien selbst, die haben natürlich keine klare Interpretation. Es ist einfach nur visuell, um klarzumachen, welche Punkte hier zusammengehören. Wenn ich jetzt nämlich noch ein zweites System eintragen würde, also beispielsweise das Ranking B von der Folie vorher, dann würde man sehen, dass die Precision Recall-Kurve für das Ranking B deutlich anders aussieht. Sie fängt im Ursprung direkt an, weil das erste war nicht relevant. Dann springt sie auch zu diesem 0,5, 0,17 Punkt hoch. Man verliert wieder, geht wieder ein bisschen hoch, verliert wieder und dann kommt man irgendwann da raus, wo das andere Ranking auch in seiner Precision Recall-Kurve angekommen wäre. Also wenn man zwei Rankings in so einen Precision Recall-Graphen einträgt, dann könnte man eine Idee bekommen, welches eigentlich das bessere Ranking war, indem man einfach sagt, naja, das, wo die Fläche unter der Kurve größer ist, das ist das, wo ich die bessere User Experience habe, wo ich als Nutzer schneller mehr Relevantes gefunden habe. Also die Kurven müssen am liebsten sehr weit oben liegen. Und das heißt, die Fläche unter der Kurve sollte größer sein. Dann ist ein System besser. Und dann könnte man jetzt hier im Prinzip in dieser Precision Recall Kurvendarstellung die Beobachtung von vorhin sozusagen visuell nochmal bestätigen, dass man sagt, okay, die grüne Kurve liegt ja eigentlich immer unter der roten oder höchstens auf manchen Punkten so hoch wie die rote. Das heißt, das rote Ranking hat die größere Fläche unter der Kurve und wird wohl das bessere sein. Könnte man also versuchen, basierend auf diesen Kurven, jetzt Systeme miteinander vergleichen zu wollen. Die Frage, wie man das dann in einen Score bringt, ist beispielsweise beantwortet durch ein Maß, was Average Precision heißt. Average Precision versucht jetzt, diese Fläche unter der Precision Recall Kurve zu approximieren, also sozusagen einen leichter berechenbaren Wert dafür zurückzuliefern. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen könnte. Einmal kann man sagen, naja, wir werten immer an jedem sozusagen maximalen Precision, wir nehmen immer den maximalen Precision-Wert an jedem Recall-Punkt, der sozusagen da erreicht wird. Und das heißt, ich habe dann so eine Treppenfunktion gegenüber dieser mehr so sägezahnigen originalen Kurve. Das heißt, ich nehme immer den maximalen Wert. Das wäre Variante 1, was man nehmen könnte. Oder die andere Variante, die man immer mal wieder sieht, ist, dass es im Prinzip der maximale Precision-Wert, der je irgendwo später wiederkommt, genommen wird. Also in der Variante 1 nehme ich immer den maximalen Wert gegenüber sozusagen dem späteren Punkt. Also dieser Punkt hier liegt vor dem. Der hier hat den höheren Precision-Wert, deswegen steht die Treppe sozusagen hier. Der hier hat den niedrigeren Precision-Wert, also steht die Treppe hier. Man nimmt den maximalen von denen. Hier ist dann auch wieder die Treppe jeweils nach oben. Und wenn man es sozusagen noch ein bisschen noch weniger treppig haben möchte, also weniger Stufen, dann würde man die zweite Variante wählen können, die eben sagt, ich mache sozusagen das Ganze nur monoton fallend. Also es kann sozusagen nicht wieder hochgehen, weil Precision typischerweise nur fallen kann. Und dann nehme ich also immer an jeder Stelle den maximalen Precision-Wert, den ich später nochmal sehen werde. Das heißt, hier würde ich mit einer großen Stufe ziemlich viele Zwischenpunkte überbrücken. Ja, das sind zwei Varianten. Ist jetzt so, naja, ein bisschen Geschmackssache, wofür man sich entscheidet. Wir werden dann später auch noch sehen, wie man es tatsächlich ausrechnet. Aber angenommen, man würde sich für die erste entscheiden und würde jetzt wieder zwei Systeme miteinander vergleichen wollen, dann würde man jetzt wieder fragen, welches ist denn diese sozusagen approximierte Kurve, diese Treppenkurve, die die größere Fläche unter sich hat. Also wieder möchte man die Fläche unter diesen Kurven abschätzen und dann sagen, das System, was die größere Fläche unter seiner stufenförmigen Kurve hat, ist jetzt das, was besser auf dieser Anfrage, auf diesem Topic funktioniert hat, was effektiver ist. Man könnte es auch in der zweiten Variante machen, dass man sagt, ich will also nicht so viele Stufen haben, ich möchte die monotone Variante haben. Auch hier würde man wieder fragen, welches ist denn das System, was die größere Fläche unter der Kurve sozusagen hat? Und das wäre dann das, für das ich mich entscheiden würde, weil ich sage, das ist besser.
Jetzt ist es aber so ein bisschen so, dass man eben nicht nur mit einem Topic auskommen will, sondern dass man das Ganze für viele Topics auswerten will und dass man nicht immer auf die Kurven schauen möchte, sondern man möchte eben einen Wert ausrechnen. Der soll sozusagen dieser Average Precision Wert sein. Variante 1, wenn man es sozusagen ausrechnet für diese beiden Rankings A und B, dass man sozusagen die Average Precision ausrechnen möchte, wäre, dass ich einfach die Summe der Precision at K-Werte bilde, aber das K nur an den Stellen stehen lasse, wo tatsächlich ein relevantes Dokument stand. Also bei System 1 für Topic 1 im Ranking A werte ich also diese Werte hier aus. Hier ist ein relevantes Dokument, dann diesen hier. Den hier ignoriere ich. Das ist der, der sozusagen nicht relevant ist. Dann kommen also vier Werte dazu, dann drei, die ich ignoriere und dann nehme ich wieder diese Werte dazu. Also ich rechne die Precision-Werte. Ich summiere die Precision-Werte auf an den Stellen, wo ein relevantes steht. Das heißt, für System 1, Topic 1, also Ranking A, nehme ich den Wert 1,0 von hier, den Wert 0,67 von hier, also zweiter Summand, den Wert 0,75 von hier, 0,8 von hier, 0,83 von hier und 0,6 von hier. Alle dazwischen, die weißen, die ignoriere ich. Und für das Ranking B, also System 2 auf demselben Topic, nehme ich diesen Precision-Wert, 0,5, der erste Summand, 0,4, der zweite Summand, 0,5, 0,57, 5,6 und 0,6. Und danach teile ich durch die Anzahl der erwarteten relevanten Dokumente, also in dem Fall hier die Anzahl der bekannten relevanten Dokumente. Angenommen, es sind eben nur 6 Stück und beide Systeme liefern sozusagen dieselben 6 relevanten. Dann würde ich eben durch diese 6 dann hier teilen und bekomme für Ranking A einen Score von 0,78 und für Ranking B von 0,52. Und jetzt könnte man so ähnlich, wie man eben bei den Kurven die Aussage getroffen hätte, System 1 ist besser als System 2, das eben jetzt an einer Zahl ablesen und nicht durch Vergleich dieser Kurven. Also wir wollen im Prinzip einen Wert haben und eine Variante, wie man den ausrechnen würde, wäre eben, dass ich Precision at K-Werte summiere an den Rängen, wo tatsächlich relevante Dokumente stehen. Wenn eines der erwarteten relevanten Dokumente nicht gefunden wird, also beispielsweise in einem Ranking stehen jetzt nur 5 statt der bekannten 6 relevanten Dokumente, würde man an dieser Summierungsvariante einfach sagen, okay, dann muss ich noch eine 0 sozusagen mit drauf addieren und dann teile ich nicht durch 5, sondern ich teile eben wieder durch 6. Aber ich habe eben mit Nullen aufgefüllt. Ansonsten wäre es ein bisschen gemein, sozusagen beispielsweise, stellen Sie sich vor, ich habe ein Ranking, was ein relevantes auf Rang 1 hat und sonst nur nicht relevante. Wenn man jetzt nur, ohne mit Nullen aufzufüllen, den Precision-Wert an der einen Stelle, wo ein relevantes steht, nehmen würde, ist der 1,0 und danach würde ich dann nur durch 1 teilen, dann wäre das so ein bisschen gemein gegenüber Systemen, die danach noch relevante Treffer liefern. Also deswegen füllt man gegebenenfalls mit 0,0 oder mit Nullen auf, sodass das dann auch wieder der Durchschnitt über dieselbe Anzahl von erwarteten relevanten Dokumenten ist. Das wäre Variante 1, wie man Average Precision tatsächlich als einen Score ausrechnen würde. Also an den Stellen, wo ein relevantes steht, nehme ich den Precision at K-Wert, summiere die und teile dann durch die Anzahl der erwarteten relevanten Dokumente. Um das fair zu machen, sollte das eben die gleiche erwartete Anzahl bei beiden Systemen, die ich vergleiche, sein. Oder ich kann nach Variante 2 sagen, ich rechne Average Precision aus, indem ich Precision-Werte versuche zu interpolieren an genau 11 Recall-Punkten, nämlich Recall von 0, 0,1, 0,2, 0,3 bis hin zu 0,9 und 1,0. Wenn man sich das anschaut, das sind genau 11 verschiedene Recall-Punkte. Und da würde man jetzt hier versuchen, das zu interpolieren, indem man sagt, okay, ich habe im Prinzip für 0 und 0,1 beim Ranking 1 eine Precision von 1 zu nehmen. Also das hier ist ja Recall von 0,17. Das heißt, der Recall an der Stelle, beziehungsweise an der Recall-Stelle 0 und 0,1 hätte ich diese Precision hier erwartet. Als nächstes nehme ich dann bis hin zur Stelle, das ist 0,8 Recall, der sozusagen hier davor kommt, nehme ich dann die Precision-Werte von den nächsten, also
Was ist die Interpolation? Also das ist sozusagen diese monotone Kurve, die wenige Stufen hat. Ich nehme also immer für die nächsten 7 Stellen diesen 0,83er Precision-Wert, den ich dann sozusagen an der Stelle hier gefunden habe. An den Recall-Stellen unter 0,8 nehme ich einfach diese 0,83 und sage, okay, so habe ich weniger Stufen. Das ist dann also 7 mal die 0,83 und dann habe ich an der Stelle 0,9 und 1,0 diese 0,6, die ich bei 1,0 sehe, also auch wieder als monotone Stufenvariante. Also diese 11 Recall-Stellen sind im Prinzip die Variante, dass ich die Kurve mit wenigen Stufen monoton mache und die Variante mit dem Summieren der Precision at K-Werte für K sind die Ränge der relevanten Dokumente, das ist die mit den Mehrstufen gewesen, die Variante. Ja, und hier in dem einen Beispiel habe ich eben für Ranking 1 einen Score von 0,82 ausgerechnet. Im Ranking 2 rechne ich einen Score von 0,6 aus. Und auch hier würde man wieder sagen, okay, Ranking A ist besser als Ranking B, wenn man nur auf diesen Score schaut. Also würde man System 1 auch hier wieder entsprechend vorziehen. Manchmal liest man hier auch statt Average Precision 11-Point Interpolated Average Precision. Aber wenn man irgendwo in einem Paper sieht, es wird die Average Precision ausgerechnet, dann muss man sich fragen, wurde Variante 1 oder Alternative 1 bzw. Alternative 2 genommen, weil eben die konkreten Scores sich dann ein kleines bisschen unterscheiden. Also 0,78 gegen 0,52 im Berechnungsvariante 1 oder 0,82, also ein bisschen größer, versus 0,6 auch ein bisschen größer in der Variante mit sozusagen weniger Stufen. Und da ist klar, dass der Wert dann entsprechend ein bisschen größer sein muss. Man würde in beiden Varianten hier System 1 auf diesem einen Topic als Gewinner sozusagen sehen. Wenn man das Ganze nochmal formalisieren sollte, man will sozusagen eine Formel haben, könnte man sagen, wie rechnet man Average Precision aus? Okay, es gibt zwei Varianten, die wir uns jetzt hier angeschaut haben. Beide benötigen ein Ranking der Dokumente, nennen wir das mal R. Und der in dem Fall beispielsweise 10 Dokumente, also von 1 bis irgendwohin durchnummeriert, für eine gegebene Anfrage. Und dieses Ranking möchten wir jetzt bewerten. Dieses Ranking kommt von einer konkreten Suchmaschine. Wir brauchen noch eine Relevanzfunktion, die nennen wir klein r, die mappt einfach Paare von Anfragen und Dokumenten auf boolesche Werte. 0 heißt nicht relevant, 1 heißt relevant. Und die zwei Varianten, wie man Average Precision ausrechnen könnte, ist zum einen, dass man sagt, in Variante 1, ich rechne die Precision at K-Werte aus, an den Stellen, wo relevante stehen. Also hiermit wird gesagt, wenn das Ding relevant ist, ist der Faktor hier 1, wenn das nicht relevant ist, ist der 0, also insgesamt 0. Das heißt, nur die Stellen gehen in die Summe ein, wo dieser Wert hier tatsächlich zu 1 ist, bewertet wird, also wo das Dokument relevant ist für die Anfrage. Und an der Stelle rechne ich den Precision at i-Wert eben aus. Und am Ende teile ich entweder durch die Anzahl der relevanten Dokumente oder eben durch k, weil man Average Precision at k bestimmen möchte. Also für einen gegebenen, vorgegebenen Rang bis dahin möchte ich Average Precision ausrechnen. Die zweite Variante ist diese 11 Recall-Punkt-Variante. Da sagt man eben, okay, ich teile am Ende durch 11, weil ich 11 an 11 Recall-Punkten messe. Und diese 11 Recall-Punkte sind eben 0, 0,1, 0,2, 0,3 und so weiter bis hin zu 1,0. Und ich nehme immer den maximalen Precision at J-Wert für Stellen J, die einen Recall-Wert größer i haben. Also für Stellen J, wo der Recall-Wert größer ist als der von den Stellen, die davor sind. Also ich mache sozusagen diese Monotonisierung mit weniger Stufen, also breitere Stufen könnte man auch sagen. Das sind die beiden Average Precision-Varianten, die so üblich sind. Und wenn man tatsächlich bei einer Evaluierung jetzt nicht versteht, was für eine Average Precision angewendet wurde, müsste man einfach in die Formel versuchen reinzuschauen. Das sind die zwei üblichen. Andere Arten, Precision zu averagen, gibt es eigentlich nicht so doll. Man das Ganze jetzt nochmal sich anschaut und sagt, eigentlich könnte es jetzt sein,
dass die Precision Recall Kurven gar nicht irgendwie auf denselben Recall Punkten irgendwie sozusagen liegen, dann ist es ein bisschen schwierig, über verschiedene Topics Mittelwerte zu bilden. Also wir wollen ja jetzt nicht nur mit einem Topic, wie sozusagen bisher in dieser Erklärung hier auf den Folien evaluieren, sondern wir wollen das für mehrere Topics machen. Und deswegen ist es auch da wieder so, dass man sagt, man versucht, die Durchschnitte an diesen 11 Recall-Punkten zu messen, die irgendwie sinnvoll sozusagen sich ergeben durch 0,1 Schritte von 0 bis 1. Und das heißt, wenn ich jetzt ein System habe und von dem System habe ich zwei Rankings, also von System 1 beispielsweise noch das Ranking C, was wir vorhin immer gesehen haben, dann habe ich einmal die Precision Recall-Kurve monotonisiert in diesen 11 Punkten, also indem ich sage, ich will wenige Stufen haben, das ist die erste, die sieht so aus, ne? Die haben wir die ganze Zeit betrachtet und die Precision Recall Kurve monotonisiert quasi als Average Precision Recall Kurve ist dann die mit diesen drei Stufen. Ja, und jetzt könnte man eben auf diesen Stufen mal sagen, okay, wo sind die entsprechenden Recall-Werte? Hier ist 0. 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann nehme ich immer an diesen Stellen sozusagen den Precision-Wert. An diesen 0-Stelle, 0,1, 0,2 messe ich diese Precision-Werte und ansonsten weiß ich, okay, der hatte hier eine Stufe nach unten, der hat hier eine Stufe nach unten. Mich interessieren jetzt aber eben nur noch diese diskreteren Stellen, wo ich sage, naja, nicht 0,17, sondern eben 0,1 und 0,2 sind für mich interessant. Und an dieser Variante könnte man dann auch quasi diese beiden Average Precision Recall Kurven nehmen und sagen, ich bilde einen Mittelwert, indem ich eben sage, ich messe den Wert, den Durchschnitt von den beiden Kurven. An der Stelle Recall ist 0,1, an der Stelle Recall ist 0,2, an der Stelle Recall ist 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. An der Stelle Recall ist 0,7, 0,8, 0,9 und 1,0. Also der Durchschnitt von diesen beiden Kurven eben an diesen 11 diskreten Punkten gemessen. Und jetzt können wir natürlich auch mehr als zwei Topics versuchen, einen Durchschnitt zu bilden. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel, was wir uns die ganze Zeit anschauen, aber immer nur auf zwei Topics evaluiert und tatsächlich wollten wir zwei Systeme vergleichen. Also die durchschnittliche Average Precision Recall Kurve von System 1 ist diese hier. Die durchschnittliche von System 2 wäre diese hier. Und jetzt könnte man da so ein bisschen eben die verschiedenen Arbeitspunkte auch vergleichen und sehen, okay, System 1 hat auf jeden Fall einen Vorteil auf den höheren Rängen. Da ist die Kurve sozusagen, die fängt am Anfang höher an und geht erst dann so ein bisschen runter. Und System 2 ist erst dann hinten auf den Rängen ein bisschen besser als System 1. Ansonsten ist es aber so, dass kein System auf diesen zwei Topics das andere dominiert. Also die Kurve von einem der Systeme liegt nicht komplett über der Kurve von dem anderen. System 1 liegt fast komplett über System 2, aber eben hier hinten nicht. Und man muss natürlich noch mit berücksichtigen, wenn man jetzt die zwei Systeme vergleichen wollte, dass zwei Topics vielleicht doch nicht gerade so richtig viel sind und die Kurven wären eigentlich viel glatter noch und aussagekräftiger dann irgendwann auch, wenn man tatsächlich mehr als zwei Topics mittelt. Aber im Prinzip, wenn man jetzt Average Precision Kurven sich anschaut für verschiedene Systeme, würde man sagen, naja, es kommt so ein bisschen drauf an, was ist denn der Arbeitspunkt, der mich interessiert? Bin ich sehr daran interessiert, dass auf den hohen Rängen gute Ergebnisse sind, dann wäre die Entscheidung hier ganz klar. System 1 ist hier deutlich besser auf diesen sozusagen ersten Recall-Punkten. Auf den mittleren ist System 1 ein bisschen besser und auf den hinteren Rängen ist dann System 2 ein bisschen besser. Das heißt, naja, wenn ich eine Vorliebe habe, dass ich mir das Ranking sowieso immer bis ziemlich weit hinten anschaue, dann ist System 2 eben ein bisschen besser, weil dann der Arbeitspunkt hier hinten liegen würde für die verschiedenen Systeme, also der Recall sozusagen sehr hoch sein soll. Wenn ich aber sage, mich interessieren eher nur die ersten Ränge, dann könnte ich sowas sagen wie Recall von 0,2 oder 0,3. Und wenn ich dann sozusagen nur die Kurven bis hierhin vergleiche, bis zu dieser Stelle, wäre dann 0,3, dann muss ich mich ganz klar für System 1 entscheiden. Und anhand dieser Kurven kann man eben diese Aussage ganz gut treffen, im Vergleich besser treffen, als wenn man sich die erste Folie nochmal
sozusagen mit den vier Rankings in Erinnerung ruft, wo man so mehr so wischiwaschi versucht hatte zu argumentieren, welches ist denn jetzt das bessere System. Aber auch da hätte man schon gesagt, wenn ich eben nur auf die ersten schaue, müsste ich mich wahrscheinlich klar für System 1 entscheiden. Wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen glatter haben will, würde man eben nicht nur zwei Topics nehmen, sondern 50. Das ist so das Übliche bei Track. Und dann sehen die Kurven nicht mehr so ganz so gezackt bzw. stufig aus, sondern eher wie eine glatte Kurve. Und auch hier könnte man jetzt eben zwei Systeme miteinander vergleichen und fragen, liegt denn die Kurve von dem einen komplett über der Kurve von dem anderen? Ja, insgesamt sieht man auch hier, wenn man quasi die Kurven dann so ein bisschen glättet, wenn man einen hohen Recall haben will, ist meistens die Precision dann ziemlich klein geworden. Ne? Also das geht so ein bisschen mit Hand in Hand sozusagen. Wenn man Precision hoch haben will, dann ist Recall meistens ziemlich klein. Das, was wir die ganze Zeit schon immer angeschaut haben, als quasi Zusammenhang. Wie würde man das jetzt aber machen, wenn man nicht auf Kurven schauen will, sondern wenn man eben Average Precision nehmen möchte beispielsweise, aber sagen möchte, ich will eben nicht nur ein Topic haben oder zwei, drei, die ich vielleicht noch so in diesem Plot geaveraged miteinander vergleiche, sondern ich möchte einfach nur auf Zahlenwerte wieder schauen. Und dafür gibt es ein Maß, das sich aus Average Precision entwickeln lässt, nämlich die sogenannte Mean Average Precision. Und der Hintergrund ist, man möchte viele Topics miteinander evaluieren, aber ich möchte am Ende nicht mehr auf Kurven schauen, sondern nur noch auf Zahlen. Zahlen sind irgendwie leichter zu verstehen und man muss nicht so viel visuell sozusagen machen. Gut, wir wollen jetzt also für System 1 eine Mean Average Precision, in dem Fall erstmal nur auf den zwei Topics ausrechnen und für System 2 auch. Und wir wollen die Werte dann miteinander vergleichen können. Allgemein würde man das nicht nur für zwei Topics machen, sondern eben beispielsweise im Track-Szenario für 50 oder mal für 100, 200 und so weiter. Wie kann man Mean Average Precision dann jetzt sich erklären? Das ist so ein bisschen ein komischer Name. Average steht drin und Mean steht drin. Das bedeutet doch normalerweise Durchschnitt. Warum steckt das hier doppelt gemoppelt drin? Na, schauen wir uns sonst der Reihe nach mal an. Im Fall von System 1 würde man sagen, die Werte, die kennen wir alle schon, Precision und Recall, die kennen wir alle schon. Wir wollen jetzt die Average Precision über mehrere Topics mitteln. Und das ist dann die sogenannte Mean Average Precision. Man sagt nicht Average Average Precision oder Mean Mean Precision, weil die Average Precision hat schon ihren Namen. Aber um nicht das Wort Average zu doppeln, hat man sich da überlegt, das nennen wir jetzt Mean Average Precision. Dahinter steckt also, ich rechne Average Precision Werte für jedes Topic einzeln aus und die mittle ich dann in einem klassischen makroorientierten Durchschnitt. Also beispielsweise für System 1 würde man als Mean Average Precision auf diesen zwei Topics, mehr kriegt man nicht gut auf eine Folie hier in dieser Visualisierung, würde man also für System 1 die Rankings A und C nehmen. Für Ranking A ist die Average Precision 0,78 in der Variante 1, die ausgerechnet würde, also mit vielen Stufen. Und für Ranking C würde man 0,54 Average Precision ausrechnen. Das könnte ja eine kleine Übung für Sie sein. Wenn Sie wollen, rechnen Sie es einfach mal kurz nach. Halten Sie den Screencast einfach an und rechnen Sie das hier nochmal kurz nach. Da wir zwei Topics haben und den Makro-Average-Wert ausrechnen wollen, also ist das einfach 0,78 plus 0,54 durch 2, zwei Topics, also 0,66 würde rauskommen. Für System 2 haben wir dann zwei andere Rankings, B und D. Für System 2 würden wir für das erste Ranking 0,52 als Average Precision Wert ausrechnen. Haben wir ja vorhin auch schon gemacht. Und für das Ranking D würde 0,44 ausgerechnet werden. Auch hier teile ich wieder durch 2 und man sieht, die Mean Average Precision von System 1 ist 0,66. Die Mean Average Precision für System 2 ist 0,48. Und System 1 hat also einen deutlich höheren MAP oder Mean Average Precision Wert als System 2 und würde deswegen in einem Effektivitätsvergleich, den man auf Mean Average Precision basieren lässt, gegen System 2 gewinnen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr so die einzelnen Rankings miteinander vergleichen und so ein bisschen darüber argumentieren, wo denn da die Dokumente stehen, sondern wir können jetzt tatsächlich auf Zahlenwerte schauen, die das Ranking mit integriert haben. Also die sozusagen dadurch, dass sie an entsprechenden Stellen, wo nur relevante Dokumente, wo die relevanten Dokumente stehen, dass sie dadurch an diesen Stellen nur die Precision-Werte ausrechnen. Dadurch ist das Ranking ja implizit mit drin. Und deswegen habe ich jetzt den ersten
sinnvoll, über mehrere Topics einsetzbaren Effektivitätsscore, mit dem ich Systeme vergleichen kann, Mean Average Precision. Jetzt könnte man fragen, ist das ein gutes Maß? Was ist denn eigentlich das Nutzermodell, was jetzt dahinter steckt? Also ein Nutzermodell hat im Prinzip zwei Annahmen. Annahme 1 ist, der Nutzer hört nach einem relevanten Dokument auf. Er hört nicht nach einem nicht relevanten Dokument auf, sondern er hört an der Stelle auf, das Ranking sich anzuschauen, wo ein relevantes Dokument steht. Und die Wahrscheinlichkeit ist gleich, egal für welches der relevanten Dokumente. Also die Wahrscheinlichkeit anzuhalten ist gleich verteilt über die Stellen, an denen relevante Dokumente stehen. Ja, jetzt kann man sich fragen, ist das ein realistisches Nutzermodell? Also wir haben gesehen, Mean Average Precision hilft uns, System 1 von System 2 zu unterscheiden. Ja, aber jetzt müssen wir fragen, ist das Nutzermodell denn ein besonders günstiges, nützliches? Und naja, es gibt so ein paar Probleme. Die erste Annahme ist in manchen Szenarien okay, also dass der Nutzer nur nach einem Relevanten aufhört. Aber das Schlimme ist, der Nutzer weiß natürlich nicht, was das letzte relevante Dokument ist. Also ob noch relevante kommen, weiß man normalerweise nicht. Und jemand, der sozusagen beim letzten nicht sich entscheidet aufzuhören, der muss das ganze Ranking anschauen. Naja, so ein bisschen komisch. Also es ist so ein bisschen unnatürlich, dass ich eben als Nutzer weiß, wo das letzte relevante Dokument steht. Dass das also die letzte Stoppwahrscheinlichkeit sozusagen, die letzte Stelle mit einer Stoppwahrscheinlichkeit ist. Und die zweite Annahme ist auch ein bisschen unrealistisch, dass die Stellen alle die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, wo die relevanten Dokumente stehen, dass ich da anhalte als Nutzer. Die meisten Nutzer sind ja doch eher ein bisschen, naja, nicht gewillt, so lange zu warten. Die würden wahrscheinlich eher stoppen als später. Das heißt, eigentlich sollten die Stoppwahrscheinlichkeiten unterschiedlich sein für die Ränge, wo relevante stehen. Also für die Ränge, wo die relevanten weit vorn stehen, ist die Stoppwahrscheinlichkeit wahrscheinlich, wenn es ganz vorn ist, noch nicht so hoch. Aber wenn man weiter hinter kommt, dann hört man wahrscheinlich doch dann irgendwie mit größerer Wahrscheinlichkeit auf, als dass man noch den nächsten sich anguckt. Also eine Lösung wäre ja zu sagen, man nimmt an, dass die Nutzer mit steigender Wahrscheinlichkeit an gegebenen Rängen aufhören und ein Maß, was wir uns dann gleich noch dazu anschauen werden, was genau diese Annahme dann so ein bisschen verbessert, ist der sogenannte NDCG-Score, Normalized Discounted Cumulative Gain. Manche sagen auch Cumulated Gain, man findet beide Schreibweisen. Aber NDCG ist also ein Maß, was sozusagen dieses Problem von MRP ein bisschen versucht zu beheben. Schauen wir uns vorher noch ein anderes Maß an. Mean Reciprocal Rank ist auch eins, was man immer wieder findet. Da ist das Nutzermodell ein bisschen auch vereinfacht gegenüber MRP. Das Nutzermodell ist nämlich einfach, der Nutzer stoppt, sobald er ein relevantes Dokument gefunden hat. Das ist erstmal nicht so unrealistisch. Also es gibt viele Szenarien, wo mir ein relevantes Dokument reicht als Nutzer wahrscheinlich. Und das Nutzermodell ist deswegen also eigentlich erstmal ganz okay. Als Score würde man dann für ein konkretes Topic so den RR-Wert, den Reciprocal Rank, ausrechnen. Der ist einfach 1 durch R, wobei R eben der Rang des ersten relevanten Dokumentes ist. Und wenn man das so ein bisschen sieht, dann könnte man sagen, okay, da das das erste relevante Dokument ist, ist dann also die Precision at K oder die Precision at R eben genau 1 durch R. Es war nur 1 relevant von den R, die ich mir angeschaut habe, also ist RR erstmal sowas wie Precision at K, wobei jetzt das K eben nicht mehr fest ist, so wie es eigentlich sein sollte in Precision at K, sondern es ist variabel über verschiedene Rankings. Und das Schlimme ist, es ist auch natürlich variabel für ein System über verschiedene Rankings von dem System. Aber RR ist sozusagen erstmal als Analogie sowas ähnliches wie Precision at K mit einem variablen K. Und wenn man jetzt die RR-Werte für verschiedene Topics mittelt, dann bekommt man den Mean Reciprocal Rank, MRR, also Mean, so wie bei MRP auch das M. Und der ist dann eben der Durchschnitt der Reciprocal Ranks für verschiedene Topics, für die man hat. Also beispielsweise 50 in so einem Track-Szenario. Wenn man sich jetzt die Werte anschaut, die RR sozusagen annehmen kann, für je nachdem, an welcher Stelle das Relevante steht. Naja, wenn es auf Rang 1 steht, dann habe ich den perfekten RR-Wert 1,0 sozusagen. Wenn es auf dem zweiten Rang steht, bin ich bei 0,5, auf dem dritten 0,33 und so weiter. Und das, was man so ein bisschen sieht hier hinten, sind die Werte gar nicht mehr so unterschiedlich.
Also, ob es nun auf Rang 8 oder 9 steht, gibt keinen großen Unterschied mehr. 9 und 10 ist der Unterschied noch kleiner. Und was man auch beachten muss, der Unterschied vom RR-Wert von Rang 1 auf Rang 2 ist genauso groß, 0,5, wie von Rang 2 zu Rang unendlich. Das ist auch so ein bisschen ungünstig. Und deswegen haben verschiedene Leute schon gesagt, naja, Mean Reciprocal Rank ist so ein bisschen blöd eigentlich. Man sollte es in der Praxis nicht so benutzen. Einer, der da sehr stark dagegen argumentiert, ist Norbert Fuhr in einem Paper von vor ein paar Jahren, in dem er sagt, naja, die Beobachtung ist eben, MRR ist ordinal, ist ein Ordinalwert, also es nimmt gar nicht alle potenziell möglichen Werte an, sondern eben nur feste, 1, 0,5, 0,33, sowas wie 0,7 kann RR gar nicht annehmen. Also es ist keine Intervallskala und das heißt, die andere Beobachtung auch noch mit dazu genommen, dass zwischen Rang 1 und 2 der Unterschied genauso groß ist wie zwischen Rang 2 und unendlich, ist es so, dass man das Maß eigentlich nicht mitteln sollte mehr. Also für Ordinalmaße ist der Mittelwert nicht so richtig aussagekräftig, man sollte eher den Median nehmen. Aber das Problem, wenn man sozusagen MRR als Median RR interpretiert, also nicht den Mittelwert der RR-Werte von allen Topics bestimmt, nicht den Durchschnitt sozusagen ausrechnet, sondern den Median der RR-Werte, dann wird man für viele Systeme keinen Unterschied mehr zwischen den Systemen feststellen können und der Median Reciprocal Rank als Variante sozusagen ist nicht mehr so aussagekräftig. Ein anderes Problem, was für MRR sozusagen noch mitbringt, außer dass man es eigentlich, da es Ordinalwerte sind, nicht unbedingt mitteln sollte. Ein anderes ist, dass das manchmal auch unintuitive Scores liefert. Dazu gibt er so ein Beispiel an, indem er sagt, okay, ich habe System 1, das auf drei Topics einen R-Wert sozusagen oder einen R-Wert jeweils hinkriegt. Topic 1 steht das erste Relevante auf Rang 1, in Topic 2 auf Rang 2, in Topic 3 auf Rang 4. Und das System 2, der Einfachheit halber, liefert den ersten Relevanten immer auf Rang 2. Der MRR von System 1 wäre jetzt 0,58, also 1 plus 0,5 plus 0,25 durch 3. System 2 würde einen MRR von 0,5 hinkriegen, also 3 mal ein halb durch 3. Wenn man das jetzt aber vergleicht, also hier wäre der MRR-Wert von System 1 größer als der von System 2. Wenn man das jetzt vergleicht mit beispielsweise, man nimmt einfach nur den Durchschnitt der Ränge der relevanten Dokumente, also nicht 1 durch R, sondern einfach. Man nimmt die R-Werte und mittelt die, dann würde System 1 einen Score von 2,3 bekommen. Also ja, irgendwie im Durchschnitt liegt das erste Relevante auf Rang 2,3. System 2 logischerweise als Durchschnitt einen Wert von 2. Und das ist ja jetzt widersprüchlich, weil man nach MRR würde man System 1 mit 0,58 über 0,5 bevorzugen. Wenn man jetzt aber den Mean Relevant, First Relevant Rank beispielsweise als Maß noch nehme, würde man System 2 bevorzugen, weil als Durchschnitt ein relevantes Dokument auf Rang 2 zu finden, ist natürlich besser als ein relevantes Dokument erst auf Rang 2,3 im Durchschnitt zu finden. Ja, und sind so zwei Sachen, die Fuhr dazu bringen zu sagen, naja, MRR ist nicht so das beste Maß und nehmt lieber MAP, Leute, oder so. Also das sind so die Beobachtungen, die dazu führen, dass es so ein bisschen Kritik an MRR gibt. Andere sagen aber eben auch, naja, wir nehmen es trotzdem, wir haben es ja immer genommen. So. Also da muss man so ein bisschen sich für so eine Seite sozusagen entscheiden. MRR sieht man sowieso nicht immer als das finale Entscheidungskriterium. Insofern, ja. Kleiner Exkurs sozusagen zu einem Maß, wo man eigentlich das Nutzermodell als ganz passend empfinden könnte, dass man sagt, naja, in vielen Szenarien hört halt Nutzer auf, sobald er was Relevantes gefunden hat und dann messe ich einfach mal, wie tief ins Ranking musste er reingehen. Aber der finale Score, der MRR-Wert, der dann ausgerechnet wurde, der ist vielleicht doch nicht so geschickt gewesen. Kommen wir zu diesem NDCG, wo wir schon gesagt haben, das ist im Prinzip die verbesserte Variante von MAP, wo man das Nutzermodell ein bisschen anpasst und sagt, die Stoppwahrscheinlichkeit wächst, je tiefer ich in das Ranking reingegangen bin. Und im Prinzip ist hier das Nutzermodell noch ein bisschen ausgefeilter. Man geht davon aus, dass der Nutzer mit jedem Dokument, das er liest, die Chance hat, einen Gewinn zu machen, also Wissen anzureichern, kurz als Gain bezeichnet. Und der Gain entspricht im Prinzip erstmal in erster Näherung dem Relevanzscore. Und jetzt kann man plötzlich nicht mehr nur 0,1 Relevanzwerte
dazu nehmen, so wie bei den Maßen, die wir bis jetzt immer uns angeschaut haben. Also MAP oder Precision, Average Precision, Mean Average Precision, Mean Reciprocal Rank. Da ging man immer davon aus, Relevanz ist binär. Jetzt kann man plötzlich sagen, ja, der Gain, der kann ja beliebig skaliert sein. Also entweder 0 für was, was mir nichts bringt, oder eben 1 für was, was ein bisschen relevant ist, 2, was ein bisschen mehr ist und so weiter. Üblich ist sowas wie 0 bis 5, 5 als, boah, das ist das perfekte Dokument quasi. Und während der Nutzer jetzt so ein Ranking sich anschaut, sammelt der den Gain auf von den Dokumenten. Er schaut von oben nach unten das Ranking an, also fängt auf Rang 1 an, dann guckt er sich Rang 2, 3 und so weiter an. Und je nachdem, ob da was Relevantes steht oder eben nicht, sammelt er die entsprechenden Relevanzscores sozusagen auf, also als Gain. Er kumuliert sozusagen seinen Gewinn durch das Lesen von relevanten Dokumenten. Und die Grundidee ist, dass so dieser Gain sich in einer Formel, in einer Summenformel sozusagen akkumuliert. Dazu kommt jetzt aber noch so die Verbesserung gegenüber dem MAP-User-Modell, dass man eben sagt, naja, je tiefer ein Dokument steht, desto weniger wahrscheinlich wird es angeschaut. Also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Nutzer vorher aufgehört hat. Und das heißt, der Gain von den tiefen Rängen, der muss discounted werden. Also davon kann man nicht den vollen Gain sozusagen annehmen, weil viele Nutzer wahrscheinlich gar nicht so tief schauen werden. Und da wird eine Variante des Reciprocal Ranks benutzt, aber eine Variante in einem Maß sozusagen mit verquickt. Insgesamt ist der Discounted Cumulative Gain für ein Ranking auch einen, den man immer bis zu einem Rang K ausrechnet. Deswegen DCG, Discounted Cumulative Gain at K. Und man summiert jetzt nicht einfach nur die Relevanzbewertungen der Dokumente, sondern man muss es ja ein bisschen discounten. Der Discount wird logarithmisch sein, also der Zweierlogarithmus von 1 plus i. I ist der Rang, damit man hier eben sozusagen den Discount reinbekommt, dass man sagt, es ist wahrscheinlich, dass der Nutzer bei weit unten stehenden Rängen schon vorher aufgehört hätte. Und als Gain kriegt man 2 hoch die Relevanzbewertung vom Dokument minus 1 für so ein bisschen numerische Geschichten, aber 2 hoch die Relevanzbewertung des Dokuments, also im Prinzip noch so ein bisschen eine Betonung der hochrelevanten Dokumente. Für hochrelevante Sachen, also für 5er-Scores, bekomme ich eben deutlich mehr als für 3er-Scores, dadurch, dass ich nochmal 2 hochrechne. Und wenn ich irgendwas habe, was sozusagen eine 0 mir liefert, dann steht dann hier oben im Zähler eben durch dieses minus 1 rechnen tatsächlich 0. Also 1 minus 1 ist dann 0. Ja, dieses Logarithmieren hier ist so ein bisschen debattiert. Es gibt Varianten vom DCG, wo man sagt, naja, man sollte das schon so ein bisschen basierend darauf machen, wie Nutzer tatsächlich anhalten. Kann man ja beobachten bei großen Suchmaschinen. Sowas wie 75% schauen sich Rang 1 an nach einer Anfrage, nur noch 20% Rang 2 oder so. Und dann sollte man das reinnehmen. Das ist jetzt hier in diesem Zweierlogarithmus nicht genau so drin. Also da gibt es so ein paar Anpassungen noch, aber so das traditionelle DCG wäre, dass man sagt, man hat hier den Zweierlogarithmus im Nenner stehen. Gut, jetzt fehlt noch die Normalisierung. Also wir sehen ja jetzt hier nur DCG, nicht NDCG. Wie normalisiert man das Ganze? Ja, es wird damit normalisiert, dass man fragt, was wäre denn das perfekte Ranking gewesen, das ideale Ranking? Und das ideale Ranking bekomme ich, wenn ich einfach die Dokumente, die bewerteten Dokumente absteigend nach ihrem Relevanzscore sortiere. Und die bewerteten Dokumente, es müssen nicht nur die sein, die das System mir zurückgeliefert hat. Das können also, angenommen, ich habe irgendwie 300 Dokumente, für die ich eine Bewertung habe. Mein System hier hat mir jetzt nur 10 zurückgeliefert. Dann frage ich unter den 300, nicht unter den 10, die das System zurückgeliefert hat, wie viele hochrelevante hätte ich denn gehabt? Und wenn ich da sozusagen 20 Fünfer-Dokumente finde, dann weiß ich, das ideale Ranking für die ersten 10, das sind auf jeden Fall 10 Fünfen, egal welche, aber ich hätte 10 Fünfen liefern müssen. Und damit vergleiche ich jetzt das Ranking, was ein bestimmtes System zurückgeliefert hat. Hat es 10 Fünfen, wird es einen perfekten NDCG bekommen, hat es die nicht, wird es ein bisschen weniger bekommen. Und NDCG, kann man schon vorab verraten, wird 0,1 skaliert sein, also 1 für perfekt, 0 für richtig schlecht. Schauen wir es uns in einem Beispiel an. Angenommen, es wäre nichts anderes bewertet als diese 10, die hier das System, welches auch immer, auf den Rängen 1 bis 10 geliefert hat. Und zwar hat es eins, was mit 3 bewertet wird auf Rang 1, eins mit 2 auf Rang 2, noch eine 3 auf Rang 3.
Schrott quasi auf Rang 4 und 5, okay, naja, so ein bisschen auf Rang 6 und dann wieder ein bisschen bessere auf 7 und 8 und noch ein richtig gutes auf Rang 9 und noch ein schlechtes auf Rang 10. Angenommen, wir hätten nur diese 10 Relevanzbewertungen, dann würde man den DCG ausrechnen können, einfach nach der Formel von der Folie vorher, auf den entsprechenden Rängen 7, 8,89 und so weiter, bis hin zu 16,8 auf Rang 10. Und dasselbe macht man jetzt für das ideale Ranking. Ideal, indem ich einfach diese 10 hier umsortiere. Angenommen, es gibt nur diese 10 Relevanzbewertungen. Wenn es mehr Relevanzbewertungen gibt, dann muss ich einfach die, die ich kenne, perfekt absteigend sortieren. Aber für diese hier sieht man, es gibt drei Dreien. Das heißt, die ersten drei Ränge sind Dreien. Es gibt hier drei Zweien. Die nächsten sind also drei Zweien. Dann gibt es eine Eins und drei Nullen. Die schreibe ich auch noch mit hin. Und jetzt sieht man, die DCG-Werte von dem idealen Ranking weichen schon ab Rang 2 deutlich nach oben ab. Also hier hatte ich ja sozusagen nicht perfekt gerankt mit meinem System. Da stand eine 2. Das heißt, das hier, was da perfekt die 3 hinschreibt, ist besser. Und das zieht sich so nach hinten ein bisschen durch. Bringt mir also nichts, wenn ich hier Nullen hinschreibe. Die erhöhen den DCG nicht, sieht man hier. Und hier hinten auch nochmal. Und die erhöhen dann aber auch den DCG vom idealen Ranking nicht mehr, sobald eben mit Nullen aufgefüllt werden muss. Und als NDCG at K, also an der entsprechenden Stelle, rechnet man jetzt einfach den DCG vom System durch den DCG-Stern von dem idealen Ranking. Am Anfang 1, dann geht es auf 0,78 runter, 0,83, 0,76 und so weiter. Und at 10 wäre es dann eben 0,9. Ja, jetzt kann ich den NDCG eines Systems auf jedem Topic messen und dann wieder beispielsweise Makro-Averagen über die 50 Topics, die beispielsweise drangekommen sind. Wenn ich jetzt mehr als einen Teilnehmer habe bei so einem Dreck-Szenario, dann wird der üblicherweise gepoolt, um die Relevanzbewertung zu bekommen. Hatten wir am Anfang mal drüber gesprochen. Und dann wird natürlich jetzt für das ideale Ranking nicht einfach nur das hier, was das eine System zurückgeliefert hat, genommen, sondern dann werden also von den 37 Teilnehmern die Pools gebildet. Und dann kann es eben sein, dass im idealen Ranking Dokumente stehen, die ein bestimmtes System jetzt gar nicht finden konnte, weil es sie eben nicht in seinem Ranking hatte. Das ist dann aber das Pech des Systems und das ideale Ranking wird eigentlich immer bei so einem Vergleich von mehreren Systemen über dem gejudgten Gesamtpool bestimmt. Also der gejudgte Pool wird ideal gerankt und nicht das, was das eine System zurückgeliefert hat, wird ideal gerankt. Also das so als wichtige Bemerkung, wenn man den NDCG sich anguckt, wenn man mehr als ein System vergleicht, wird das ideale Ranking üblicherweise aus dem gesamten Relevanzbewertungspool gebildet. Das heißt, es kann sein, dass im idealen Ranking Dokumente stehen, die bestimmte Systeme gar nicht gefunden haben, die aber eben von anderen geliefert wurden. Und wenn die dann hochrelevant sind, dann stehen die auch noch sehr weit vorne im Ranking. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man Ranked Retrieval evaluieren möchte, nimmt man üblicherweise NDCG. Das findet sich in sehr vielen Evaluierungskampagnen oder in Shared Tasks immer als so ein wichtiges Maß, nach dem dann geschaut wird. Und NDCG at 10 oder at 20 sind dann so die üblichen Cut-off-Werte, auf die man schaut. Daneben gibt es natürlich auch noch sowas wie Precision at 1, ist immer mal nützlich, um eben zu gucken, ist denn auf Rang 1 was Gutes. Und ansonsten, ja, wenn man so ein bisschen in die Literatur schaut mit Kritik an den Nutzermodellen, die auch bei NDCG natürlich nicht ideal sind, hatte ich schon gesagt, es gibt so Debatten, wie man den Logarithmus da nehmen sollte und ob man überhaupt die ganzen Werte so mitteln darf, wie man das macht. Mancher sagt, am Ende sollte man nur Mean Average Precision nehmen oder so. Es gibt aber auch Studien, die so ein bisschen abfragen, wie gut korrelieren denn die NDCG-Scores von Systemen damit, wie zufrieden Nutzer sind oder wie gut korrelieren die MAP-Scores mit NDCG-Scores. Und am Ende sind die meisten Maße doch dann wieder sehr ähnlich. Und aber sowas wie NDCG korreliert meistens ein bisschen besser mit der eigentlichen Nutzerzufriedenheit als ja, klassisch beispielsweise sowas wie Precision at 10 oder so. Ja, also ein Tipp, in vielen Kampagnen wird aktuell NDCG genommen, sowas wie at 10 oder at 20, das könnte man ausrechnen und sowas wie MAP macht aber auch Sinn und könnte man auch ausrechnen, wenn man damit zufrieden ist, dass das Nutzermodell vielleicht so ein bisschen unnatürlicher ist als das, was bei NDCG angewandt wird. Ja, so viel zu den Evaluierungsmaßen. Danke.